alles abgeschlachtet hier. Ich bin ein Monster. Das ist aber unschön jetzt. Ist, Gene da, oder was auch immer das ist, will ich haben. Oh, Stahlschild. Das sind wieder, Echsen. So. 10,30. Trefferresistenzminderung 60. Hm. In der Hinsicht ist es besser als unser Schild, aber so im Großen und Ganzen ist unser Dreiecksschild, glaube ich, ganz brauchbar. Ein großer Stahlschild. Er ist einfach gefertigt, zeichnet sich dafür aber durch eine hohe Defensivstärke aus. So, ich... Leute, wir müssen da jetzt nochmal hoch. Ich will auf diesen Vorsprung da. Da liegt nämlich noch irgendwas. Ja, bis jetzt kommen wir gut durch. Also wir hatten jetzt eigentlich noch keine Passage, wo ich wirklich stecken geblieben bin. Aber das kommt garantiert noch. Garantiert. Wobei ich muss ja sagen, ich bin ja kein völliger Anfänger. Also ich habe schon mal Dark Souls habe ich schon mal angespielt. Das ist allerdings schon einige Zeit her. Bin ja auch nicht so sonderlich weit gekommen. Wie komme ich da runter? Wie komme ich da runter? Von daher, so die grundlegenden Mechaniken sind mir schon Hundis. Zumindest teilweise vertraut. Ach ja, ich weiß wieder. Wir hatten ja... den Ring abgelegt. Wow, er kommt. Als wir bei den... Echsen hier waren. Die sind mir nicht geheuer. Die sollen mal ruhig auf Abstand bleiben. Ach, die Hunde, da müssen wir auch aufpassen. Wow. Du bist ja ganz schön nahe schon gekommen. So, da ist noch eine Echse. Ich weiß, dass du da bist. So, aber das sind garantiert noch welche. Ich höre zumindest noch welche. Oh oh. Da um die Ecke ist eine. Die sind irgendwie nicht in der Lage, zu uns zu kommen. Wow. Ein Hund. Ein mieser, garstiger Hund. Bleib weg. So, ich weiß, da liegt noch ein Gegenstand, aber ich will jetzt hier erstmal eine Seite säubern. Wo kam denn dieser Hund her? Ich höre noch einen. Ja. Wo kam der Hund denn jetzt her? Den habe ich ja gar nicht kommen sehen. Sind das die Hunde, die wir da unten gesehen haben? Geht es hier irgendwo runter? Tatsache, da ist der... Was habt ihr euch so gedacht? Ich habe keine Ahnung, was diese Echsen können und ich will es auch nicht herausfinden. Waren das nur die zwei Hunde? Natürlich nicht. Wie viele von euch? Gott, bist du doof. Die Echse tot? Ja. Gott, ist das ein doofer Hund. Ich habe Angst, dass hier noch ein Hund ist. Die sind aber gar nicht so schwer, wenn man sie kommen sieht. Etzwetzstein. Damit konnten wir Waffen selber reparieren, ne? Da geht's hoch. Da sind wir auch hoch, ne? Da kommen wir, glaube ich, her. Ich will ja nichts verpassen hier.
liegt noch irgendwas. Wahrscheinlich wieder eine Seele. Oder Halbmondgras. Da sind wieder Echsenmenschen. Ja, komm hier. Du bist ja genauso doof wie dein Hund. Lustig. Voll lustig, ich habe einen Witz gemacht. Zack und zack. Ach, wie schön locker das jetzt alles geht hier. Mit der Sekundärattacke haben wir sogar noch eine höhere Reichweite. Oh, hier ist wieder ein Beutelträger. Scharfsteinscherben und eine große Scharfsteinscherbe noch dazu. Dann können wir vielleicht unseren Speer auf plus 4 noch aufwerten. Da unten waren wir schon. Ich glaube, das waren die Typen, die wir von da unten schon gesehen haben. Aber hier ist ein Schalter. Was macht der? Startet eine Sequenz. Und das Rad steht still. Schade. Ah! Jawohl! Ich weiß, wo es weitergeht. Backtracking, obwohl halt, ich kann ja auch hier runterspringen. Es ist ja hier gleich irgendwo dann. Und mich nur kurz orientieren. Muss ich jetzt hoch oder runter? Da hatten wir einen Salamander getötet. Ich glaube, wir müssen hier noch hoch. Oh, das macht ja gar keinen Sinn. Nee, ich gehe erstmal runter. Ach ja, Rio und sein Orientierungssinn. Ihr kennt das ja schon. Hatten wir ja schon oft genug. Wir müssen jetzt zu der Stelle... Nee, doch, war doch richtig. Wir müssen jetzt zu der Stelle, wo da diese... Ich sag jetzt einfach mal, der flüssige Stahl uns da den Weg blockiert hat. Das war da bei diesem Salamandernest in der Nähe. Hier liegt auf jeden Fall schon mal ein Salamander. Da ist das Nest. Hier rechts um die Ecke müsste es sein. Große Schafsteinscherbe und Halbmondgras. Ich traue mich nicht unter das Wasser. Ich habe Angst, dass mich das tötet. Demon's Souls, ne? Hier kann einen wirklich alles töten. Boah, das Gemeine ist ja, dass es keine Checkpoints gibt. Das ist, das macht ja auch so ein bisschen den Reiz des Spiels aus. Da ist eine Nebeltür. Ich hab dich genau gesehen, Bursche. So haben wir nicht gewettet. Komm. Und weiter. Da steht so ein Flammenfuzzi. Er macht es schon selber. Das erspart mir so ein bisschen die Arbeit. Das finde ich gut. Aber da stehen immer noch Fässer. Ich traue mich da nicht hin. Wow. Kriege ich ihn irgendwie rausgelockt? Ich will ja nicht rein sagen, dass so viele Fässer noch stehen. Hier vor allem da links. Ich befürchte, der könnte unrühmlichen Schabernack damit treiben. Na los, komm, einmal noch. So, und jetzt kippt's aufs Maul. Wow.
Na los, komm. Einmal und dann machen wir mal einen schweren Schlag. Na los, komm. Oh, du kommst zum Spielen, das ist aber nett von dir. Ich weiß aber nicht, was ich davon halten soll. Boah, der macht mich richtig nervös hier mit seinem Feuerzauber direkt neben den explosiven Fässern da links. So, bist du jetzt fertig? Hätte ich ganz gerne die Fässer zerstört. Ich weiß aber nicht, ob ich mich trauen soll, darauf einzuschlagen. Ach, ich gehe einfach weiter, oder? Und blicke nicht zurück. Immer noch kein Boss. Oh, aber hier liegt noch ein kleiner Schatz versteckt. Ein Ephamer Augenstein. Naja, gut. Die sind im Moment noch nicht so wirklich relevant für uns. Wir spielen ja in Seelenform. Bleiben da auch erstmal bei. Auch keine Spinnen. Nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, nee. Uah. Ach, du bist's. Ich dachte schon, hast du dich durch den Sturz gerade selber verletzt? Sag ich einfach mal danke. Oh, Leute. Hier gibt's Spinnen. Guckt euch mal die Spinnennetze an. Und die Viecher sind anscheinend groß genug, um Jagd auf Menschen zu machen, denn da waren ein paar Menschen mit eingewoben. Oder halt diese Echsentypen hier. Oh Gott. Erwähnte ich schon mal, dass ich Spinnen nicht leiden kann? Ich glaube, hier vor uns ist. Ich glaube, das ist ein Aufzug, ne? Das Nest der Spinne runter, oder was? Ich glaube, wir nähern uns dem Boss. Was ist denn eine Kriegsklinge? Also, ich habe. Den Begriff habe ich schon mal gehört, aber. Ein kleines Zeremonienschwert, in dessen Klinge von Meisterhand alte Runen eingearbeitet wurden, wird zur Unterstützung von Zauberformeln eingesetzt. Ach, gucke. Der Träger verstärkt dadurch die Wirkung seiner Magie, erleidet selbst aber höheren Schaden durch magische Angriffe. Wie viel Magiebonus kriege ich denn damit? Das packe ich mir einfach mal, Was? Wie viel brauchen das? 16 Magie? Oh! Oh, komm! Oh Mann! Ein Punkt fehlt uns. Na gut, den kriegen wir mit dem nächsten Level up. Mach doch nicht sowas, Junge! Boah, ich glaube, ich will da gar nicht runter. Will ich da runter? Ich rüste schon mal das Halbmondgras aus. Wir nehmen noch mal ein Sichelmondgras. So. Oh Gott. Puh. Durchatmen. Oh, ist das dunkel. Alter, ist das dunkel. Ich sehe gar nichts. Also abgesehen vom Fahrstuhl selber. Oh, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hier ist noch ein Gang. Und hier ist eine Nebelwand. Und da sehe ich doch schon. Na klar ist das eine Spinne. Mit großen roten Augen. Okay, das heißt, ich gehe erst nochmal hier hinten gucken. Was haben wir denn hier Feines? Schön vorsichtig dabei mal sein. Spinnensteinklumpen. Na, super.
Leute, ich will nicht. Ich kämpfe mit Magie. Ich glaube, ich kämpfe mit Magie. Was habe ich gesagt? Den nächsten mache ich im Nahkampf? Ja, klar. Keine Spinne. Panzerspinne. Du speist Feuer? Komm. Magie, Feuer! Feuer! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Alter! Komm mal klar! Wow. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Boah, nein, 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 aus dem Weg! Boah. Feuer! Und aus dem Weg! Und, Feuer. Und aus dem Weg! Der trifft, ja. Gott sei Dank macht sie Pausen zwischendrin. Aber so richtig Schaden habe ich noch nicht gemacht, ne? Ja, ich muss näher ran. Ich bin, glaube ich, nicht ganz in... Nein, 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 nein. Schiete, 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 schiete. Na, wenigstens abgeblockt. Oh nein. Ich glaube, ich muss näher ran, Leute. Och, das ist doch jetzt... Na gut, aber ich kann das ganz gut abblocken. Willst du mich verarschen? Halbmondgras. So, und jetzt schön nah ran und... Gib dem Fisaurus! Okay, also hier fühle ich mich überhaupt nicht schlecht dabei, in den Fernkampf zu gehen. Gib dem Vieh Saures! Boah, das Vieh weicht aus, das Mistvieh. Oh Gott. Ich glaube, wenn ich da reingerate, bin ich, am Ende. Mein Gott! Mir geht so allmählich die Zauberkraft aus. Ah, Mist. Na gut. Wenn ich ausweichen kann, dann hau ich dir halt einen Feuerball rein. Ich glaube, Feuerball hat keinen Sinn, oder? Bei dem Vieh. Knabber, knabber. Und Feuer! Und Feuer! Und Feuer! Und Feuer! Ich glaube, ich schaffe ihn! Leute, ich schaffe das! Oh. Heilige! Gott sei Dank konnte ich das blocken. Und Feuer! Ich glaube, die sind auch so ein bisschen homing. Die Feuerbälle von dem Vieh. Miese, dämliche Panzerspinne. Bleibst du mir vom Leib mit deinem Scheißfeuer. Habe ich ihn? Yes! Yes! Alter, war das ein Kampf. Also da habe ich mich jetzt mal so... Trophäe der Panzerspinne. Ah, 5.950 Seelen gekriegt. Okay, dann können wir Magie ein bisschen aufwerten. Da fühle ich mich jetzt mal so überhaupt nicht schlecht dabei, Magie benutzt zu haben. So, jetzt mal gucken. Gibt es hier irgendwas einzusammeln?
Da sind wir natürlich wieder in menschlicher Gestalt. Das müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Damit uns hier die Welttendenz nicht flöten geht. Es ist eine interessante Mechanik und ich bin froh, dass mir die im Vorfeld erklärt worden ist. Denn ich denke, sonst hätte ich einfach drauf losgespielt. Gut, das wäre auch nicht das Verkehrteste gewesen, aber dann hätten wir Teile des Spiels verpasst und das finde ich schade. Aber kleine Spinnen gibt es nicht, oder? So, aber ganz wichtig hier der Checkpoint. Checkpoint Charlie, ich höre doch da schon irgendwas. Da ist auf jeden Fall so eine Dingsechse. Na gut. Ein reiner Spinnenstein und die harte Dämonenseele. Sehr wertvoller, reiner Spinnenstein. Wir müssen nur mal einen Bogen besorgen und aufwerten. Und ansonsten die Spinnenseele. Achso. Die ist wahrscheinlich eher hier. Und zwar, wo bist du? Na, ganz unten natürlich. Die Seele des Dämonen Panzerspinne. Von ihr geht große Kraft aus. Gewährt ihrem Träger bei der Verwendung eine große Menge Seelen. Kann außerdem in Zauber, Wunder oder Waffen umgewandelt werden. Ich muss unbedingt rausfinden, wie das geht. Das umzuwandeln. Jetzt aber erstmal zurück in den Nexus und gucken, ob unsere Kollegen vielleicht was Neues zu sagen haben. Und vor allem eventuell Waffen aufwerten, aber vor allem auch aufleveln. Magie stärken, damit wir den Christdolch benutzen können. Der übrigens nichts mit dem Christ zu tun hat, ne? Sei an dieser Stelle erwähnt.